Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir waren ja hier beim letzten Mal mittendrin einfach stehen geblieben bei dem NPC da drüben und machen jetzt auch gleich munter weiter ohne großes Tamtam. Wenn man das so sagen kann. Und hier unten warten ja ein paar Gegner auf uns. Und ist er weg. Ach so, die scheinen momentan nicht aggro auf uns zu sein wie beim letzten Mal. Oh, nicht schlecht. Okay, jetzt nicht sagen sollen. Freundchen. Was zum Henko? Das war ein bisschen zu viel des Guten. Okay, ich nehme den. Das war ein bisschen. Oh, ist das locker und haben wir noch einen. Ein Glück. Hat er mal einen Seelenpfeil einfach abgeschossen? Eins der stärksten Angriffe, die es einfach mal gibt. Naja. Dann bist du jetzt hinüber. Ach, schön, dass ihr alle einzeln kommt. Zack, und da lag er. Da nieder. Ja, angreifen wir gelernt sein, Freundchen. Aha, hier kann ich mir einen Finstergeist holen, den ich absolut nicht brauche. Hier sind irgendwelche Sachen. Mit denen ich nichts anfangen kann. Schade. Gut, dann wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Wir sind ja irgendwo im Nirgendwo. Aha. Freundchen liegt hier rum. Den hatte ich beim letzten Mal erledigt. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Ich weiß gar nicht, wo ich langgelaufen bin. So. Und hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Ja. Hier liegen sie noch alle rum. Locker flockig. Da sind noch ein paar Gegenstände, die wir uns holen können, aber das können wir auch später machen. Hier eine Treppe, die uns irgendwo hinführt. Versucht rechts. Aha. Ich glaube, hier sind wir beim letzten Mal lang gelaufen. Da war doch irgend so ein Hinterhalt gewesen. Und dann sind wir hierher gekommen. Genau. Oh, und weiter geht's hier wohl nicht. Naja, gut, dann. Gute Frage, was wir jetzt tun. Hier gibt's ja kein Weiterkommen. Oder doch, oder nicht, oder doch. Wo geht es denn hier lang? Aha. Hier geht's irgendwo hin. Zauberer voraus. Noch einer. So, hier können wir alles kaputt machen. Ist ja schön. Was stand hier? Nein. Nein. Ich will niemanden rufen. Vor allen Dingen weiß ich gar nicht, ob es hier gleich einen Boss gibt. Aha, das ist jetzt. Ach du Hilfe. Da, kack doch, Boss. Iuiuiui. Er für Tricks drauf. Zu dem hin? Da gehen wir den Weg lang, dann gehen wir mal da lang. Weiter geht's. Warte. Kommt man an den überhaupt dran, ohne dass man von den Dingern gesehen. Aua! Gemein! Oben auch noch. Aua!
Der taucht einfach mal auf. Ach, und ich habe kein Estus mehr. Bravo. Mit Eis. Ja. Das Schlimme ist, dass er angreift. Ich greife hier mit einer Eiswaffe an. Na, perfekt. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal wechsle. Der mich lässt. So. Mal sehen, ob wir den jetzt mehr Schaden machen. Eis gegen Eis macht ja keinen Sinn. Ach je. Ich hab's gehört. Tschüss. Verschwinde mal im Selbstgewand. Ja. Das ist also dieser Bus. Schön, dass wir das jetzt auch mal wissen. Naja, gut. Ohne Ankündigung erscheint er einfach so. Ist bestimmt leicht, weil es ja kein Filmszene oder sowas dabei gewesen. Erwischt! Na kommt schon! Aua! So, einen hätten wir, der andere folgt. So, gleich! Weg mit ihm! Happy! Tust du mir einen Gefallen und dir auch. So. So, wo gehen wir denn lang? Wieder hier unten. Dann möchte ich die Lanzen schießen. Aua! Hat er mich gleich angegriffen? Heini! So eine Schweinerei. Und. Lässt es aber jetzt sein. Keine Vergiftung. Nix. Dafür kann man nicht sein. Oh. Einer weniger. Boah, die Angriffe immer. Die gemeinen Angriffe immer. Verschwindet, komm. Seid ihr. Oh. Ihr seid verschwunden. Sehr gut. Ich mich freuen. Badaba. Weg mit dir. Und. Ah, Vergiftung, Vergiftung. Nein, 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 nein. Naja, wolltest du die Lage ausnutzen, Freundchen, was? Na, Lanzenträger hier. Tschüss, Freundchen. So, hier ist nichts. Hier könnten wir einfach außen rumlaufen. Da laufen sie wieder mit ihren Speeren rum. Ah! Na, 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 na. Einer nach dem anderen heißt es bei mir. Und nicht alle auf einmal. Doch, das sagt doch einer nach dem anderen. So, jetzt gehen wir hier lang. Gehen wir den großen Typi, wo man sich vielleicht erinnern kann. Halte das denn? Mein Schild wollte ich jetzt nicht in beide Hände nehmen. Und zack. Ach, du bist weg. Na, jetzt bist du jetzt eben weg. So. Was haben wir denn hier Feines? Istus-Scherbe, aber super, das hat sich ja schon mal gelohnt. Istus-Scherbe, hätte ich mir die gleich geholt. So. Glut, ach und hier schläft. Oder wacht, wie auch immer, dieser komische Tippi. Der uns ins Leder wollte. Wollte. Gute mehr. Das Deck. Und hinterlässt eine kleine Titanic-Chip. Ach, das sind zwei auch noch. Sowas. Ah, ich hasse das, wenn er das macht. Nein! Lass das, lass das. Ich hau ab. Für einen Moment. Und dann wieder was zu trinken. Und dich haben wir erledigt.
Schade, du hinterlässt nichts. Außer vielen Seelen. Doch nicht schlecht ist. So, Dele, jetzt müssen wir wieder irgendwie zurückkommen. Also wir haben jetzt schon zwei Boss oder ein Boss. Da gab es auch so einen Riesenkrabbe. Wenn ich hier runter gehe, komme ich nicht mehr hoch, wenn ich das richtig sehe. Ah, massenhaft Krabben, aber den Gegenstand würde ich trotzdem gerne holen. Ach, was soll's, holen wir's einfach. Schöne Blüte. Ja gut, da war die erste Scherbe wertvoller. Das tut man nicht einfach auf mögliche Items. Nein, wirklich, wenn ich nicht gut bin. Aber auch gleich ankommen muss. Ich habe jetzt keine Zeit gegen dich zu kämpfen. Aber der verfolgt mich jetzt nicht so weit. Der bringt mich gar nicht. Und gegen euch hat er auch nicht. So. Böse Krabbe weg. Böse Krabbe Dreck. Gut, könnten wir jetzt wieder hier unten lang gehen, glaube ich, war der richtige Weg. Bevor du hier wieder irgendjemand rufst. Einfachsten Weg. Aber das nicht. Dein Zauber, ey. Gleich diese Hab. Also die Zauber sind echt nicht cool. Muss man mal sagen. Das ist auch nur solche einfachen Zauber. So, Freundchen. Genug gezaubert. Jetzt ist Feierabend. Ihr schlaft euren Rausch aus, finde ich gut. Macht das mal ohne jemanden Schaden zu machen. Da kann man schön Seelen farmen. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Da, jetzt durch dich, mein Freund. So, ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch was anderes gibt, außer diesen Endboss. Ich glaube nicht. Da gibt es nur den einen Weg. Was ist der Weg? Nö. Das war ein anderer. Genau, hier war Stutibi. So. Ich glaube, die anderen Typis. Gibt es keinen Weg links? Schade. Da wirft. Wird schon wieder nach mir geschossen, ey. Was ist denn das für eine Begrüßung hier? Also wirklich, Gastfreundschaft sieht anders aus. Ja, hört mal auf, ja. Wir will ich auch mal was sagen. Mit Abschlägen. Ach, und hier runter geht's ja auch. Noch. Gar nicht aufgefallen. Vielleicht kommt das diesen Riesen-Dehn frei ab. Finde ich gar nicht gut. So dreht man dich mal hier. Wenn ich das gar nicht wollte, das passiert immer wieder. Nicht gewollt. Zack, meine Maus. Ich mag überhaupt nicht, dass ich mit bin, wo ich hier liegen kann. Und dann wird es anstürmen. Achso, wir wissen auch noch zwei. Hopp, ich versuche eine andere Taktik. Das finde ich wieder unfair. Man hat immer so eine Leiste, wo man Lustau und auch ja, Zauber braucht, aber die nicht. Was ist daran fair? Ja, hau mit den Stückchen, dann machst du den nichts. Hau mit Schaden. So. Haut hier fast glatt, der mit seinem blöden Zaubern. Ach, und. Liegst da, ne? Liegt mit Zaubern. Ah, dafür, dass die ganze Zeit zaubern? Stab des Zauberers, ne? Schönen Dank. Ich zaubere dich, Freunde. Ich zaubere nicht. Ich schlage mit der Axt zu. Das geht auch ganz gut, weißt du?
bin ich ja hergekommen. So, kriege ich jetzt meine Seelen wieder ohne gegen den Boss zu kämpfen? Das wäre eigentlich ganz nett. Ansonsten. Ja, ansonsten versuche ich trotzdem. Was soll's? Natürlich kriegen wir sie nicht wieder. Gut, dann. Gut her. Und. Ist du's? Könnte ich jetzt auch aufsteigern, aber. Nö. Ist aber auch kein NPC. Ich frage mich, wie hier die NPCs, die ja angeblich mir dienen wollen, wo die ihre Zeichen haben. Ob ich die schon verpasst habe? Möglich. So, jetzt hole ich mir erstmal meine Seelen. Ach, da haut er gleich wieder rein. Mit Eis. Dann verschwindet er. Aha. Wie ich erkennen kann, wo der auftaucht. Kann man scheinbar nicht erkennen. Sobald ich ihm Schaden mache, haut er ab. Da rein. Okay, da taucht er wirklich nicht. Ja, genau, ich dachte so. Da ist es. Was man da rausgekriegt hat und er nichts weitermacht, recht okay. Ah, da. Ah, haut ab. Das war knapp. Jetzt haben wir dich. Oh. Ach, du Hilfe. Drei von denen. Bravo. Hat mir noch gefehlt. Wie war das? Wenn das nicht schlimmer wird? Das bei 9000 Seelen. Scheibenkleister. So eine Gemeinheit. Echt mal. Ja, gut, dann machen wir eben anders, Freunde. Wir gehen erstmal zum Feuerbandschrein. Und werden uns ein bisschen. Also nicht mehr den Seelen aufwerten, aber werten zumindest den Estus hoch. Genau. Das muss ja auch was wert sein. So. Ach. Sieh mal an, das ist doch die. Ah, ne, das dazu kommen wir gleich. Ich glaube, er konnte das. Ah, tis good, wasn't he? Ist das. Nein, nicht zuweisen. Verstärken. Pretty, be careful. Moment mal, was? Hast du das jetzt gemacht? Ah, oder hast tis what? Hast du? Pretty, be careful. Ja, ist verstärkt. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. So, und sie hier war nicht beim letzten Mal. You're an unkindled, aren't you? I am Ciris of the Sunless Realms, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. I doubt we've much to gain from fraternization. Blessing of the moon upon your journey. Ich dachte, ich kenne sie, aber jetzt nachdem sie das gesagt hat. I doubt we've much to gain from blessing. Schade. Schade, Mädel. Ich dachte, wir kommen gut miteinander aus und es ist noch was zu sagen. You haven't given up yet. You can make better use. I don't oh, mean okay. It. Not now I've flown the coop. Okay. The Undead Legion of Farron is a caravan of undead, sworn by wolf's blood to contain the abyss. The Legion will bury a kingdom at the first sign of exposure. Joyous bunch, really. Gaining admission to the Legion is a matter of some ceremony. Inside their keep, snuffing out the flames of three altars
opens the door to the wolf blood. Even accursed undead want to believe they're special, it seems. I pity the sorry souls. Ist ja gut, ja, immer diese Lacherei. Gaining admission to the Legion, even I... Ob hier diese Gänge irgendwas bedeuten, ob es da irgendwas gibt. Ach, sieh mal an, wen haben wir denn da? Oh, hello, you're back. And in one piece. Well, now it's time I do my part. Whatever trinket you need, speak up. Just don't ask me where I got them. Ah, jetzt verstehe ich. Die Typen, die uns zu diensten, sind uns nicht im Kampf zu diensten, sondern verkaufen uns was. Oder kaufen. Man kann was kaufen. Blut oder Moosrübenblut und so weiter. Moment mal, das sind das nicht gleich. Obwohl die Sachen, die wir auch bei der alten Dame kaufen können. Schlüssel kann man nicht kaufen. Waffen kann man kaufen. Schild 100. Langspitzschild. Also das Langspitzschild ist schon mal interessant, wobei ich nicht weiß, ob es das gleiche ist, wie das wir haben. Standard-Helm. Bolzen. Pfeil. Kein Schutzräumen wollte ich jetzt nicht. Okay, bin zu weit gesprungen. Und was ist, was passiert eigentlich dann? Heavens, she was already dead. Thank you. I'm not surprised though. Almost a relief, really. You can keep the ring. As, well, a little trinket of thanks, I suppose. Oh, danke. You can keep the ring. As, schön. Goodbye. And stay safe. Oh, this place is a bore. What good is thievery if you've nowhere to go? Okay. Nice, schön. Das haben wir jetzt natürlich auch erfahren. Das finde ich nicht schlecht. Dann sind noch mehrere Plätze irgendwo besetzt. Irgendeiner eine anderen Person. Hier nicht. Oder hinten. Mal gucken, was die sagen. Oh, Champion of Ash. Welcome back. Hallo. I was not meant to be a firekeeper. But I am honored to serve you beside the bonfire. The gods are ever merciful. My gratitude lies with them and with you. I am yours now. Your wish is my command. Tja, wenn du meinst. Ach so, man kann ihr Wunder erlernen. Sie ist für Wunder zuständig. Ein Wunder über Wunder. Mehl, ich brauche viel Wunder von dir. Tja, stellt die Pöhlans wieder halt leiden, Wirker zum Löschen oder Schrein der letzten Rast zurückkehren, klingt eigentlich nicht schlecht. Aber dazu bräuchten wir erstmal das jeweilige. Erlaubt einstimmen zusätzlicher Zauber. Also wenn man Magie wirken will, ist das eine schöne Sache. Ich bleibe bei meinen Tigerischen. Ich gebe den Vorschlag. Oh, you've brought me a Braille Divine Tome. Now I can tell new tales of miracles. Tales of the greater miracles can be quite the epics. What fun we will have. Na, wenigstens lacht sie wieder. Ist das nicht schön? Jetzt könnte ich mehrere Wunder wirken. Gewährt eine Überlebenschance, wenn TP auf 0. Oho. Sehr interessant. Sehr interessant. You know, in my home of Karim, I was a nun. I would be pleased to share the tales of miracles with you. Although, to be honest, I only know a few. But if I had a divine tome, I could tell you many tales and more. Oh, a
only I cannot see. Terribly sorry, but you'll have to find me a divine tome in Braille. Hatte ich mir doch gedacht, sie ist blind. You know, in my home of Karim, I will depart terribly. Ich dachte, sie sagt jetzt was. Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. Ach, ist das schön. Danke für diesen Schutz, den du mir wünschst. Den du betest. So, haben wir noch weitere Gänge, wo jemand sein könnte? Es gibt ja noch ein paar, wenn ich mich recht entsinne, die zu Diensten sein wollen. Ah, da unten. Wuppidi. Wuppidi. Oh, our Champion of Ash, welcome home. This pilgrim, with a debt in death, hardly deserves to behold this divine flame. And I never would have, had you not taken me into your service. I thank you dearly for this, and assure you of my leal service. As I have said, I was once a sorcerer. Alas, the magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. But I can teach you what I know. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out your true strength. We pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark sign possess something quite special. Herbeiwinken! Juhu! As I have said, but okay. I will weep, but though... Das wissen wir schon. Then shall we begin? Bearer of the dark sign, let your true strength shine. This? Okay, ich bin verwirrt. Dafür brauche ich keine Seelen, oder wie jetzt? Tja. Ach, was soll's. Wenn ich wahrscheinlich diese Fenstersymbole habe, dann kann ich einfach aufsteigen. Na, wie schön. So, hier ist das alles mit den Zauberei. Und ja, mehr kann man nicht kaufen. Be safe, Champion of Ash. Yeah, ich, Champion of Ash. Ich werde alles schaffen. So, das müsste ich so ziemlich alle haben. Glaube ich. Ja. Gut darüber nachdenken, würde ich. Was mir jetzt gerade so einfällt, gibt es hier vielleicht einen versteckten Raum? Ich meine, hier würde ich niemals drauf kommen, dass es hier einen versteckten Raum gibt. Aber ich lasse es erstmal. Ob hier, ich würde eigentlich gerne wissen, ob hier doch noch irgendeiner sich versteckt hält. Hier. Wäre nur da voraus. Aha. Was auch immer derjenige damit ausdrücken wollte. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, dann, ja, dann können wir noch machen. Da ist das Mädel. Und hier. Ah! Hier was. Da, wen haben wir denn hier? Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know.
If you yearn for a proper red-eye orb, one that is uncracked, then kill the Dark Wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. I can see it in your eyes. If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? If you fancy a proper red, then kill the ears. Interessant. Ihr habt einen Schlüssel bekommen. Das könnte sein, dass hier in dem Gebiet war doch, glaube ich, irgendwo ein Tor oder Tür oder wie auch immer. Sehr interessant. Na gut, Freunde, die Folge ist schon wieder, hat schon ein bisschen Überlänge. Und damit sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.